Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, es ist Zeit, ne? Die Prüfung abzulegen. Ich weiß nicht so recht. Dieses Lichtbringen-Business, das hört sich ein wenig nach Hausmeisterarbeiten an. Bloß ohne Bezahlung. Wie dem auch sei, in dieser Wasserlinie muss sich der geheime Durchgang verstecken, von dem Thomas gesprochen hat. Es tut mir leid, dass ich die raute Stimme nicht früher gemacht habe. Wir sind nah dran. Diese flackernden Lichter könnten der Schlüssel sein. Licht bringen. Da passt die Kurbellampe doch. Alles, was flackert, darf nicht berührt werden. Und natürlich sind hier unten Gegner. Ich hab's angemacht. Was bringt es mir? Schön, dass ich das jetzt spammen kann. Aua. Aua. Warum sind die auch hier? Nur den Go! Ich muss es vernichten. Aua. Ich hab's vernichtet. Dafür will ich jetzt aber auch was sehen. Hallo? Okay, war 30 Gold. Ich habe einen Hals riskiert für Geld. So wie immer. So, Licht an. Ich wollte gerade kurz sagen, das sieht doch nach Boss aus. Ich glaube, da hätte ich hingemusst. Nope. Hier sind wieder die Viecher. Flackerndes Licht. Da ist ein Heslon-Vieh. Ich mag die Biester nicht. Die sind einfach nur nervig, diese Fischi. Irgendwie muss ich mir einen Weg machen. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich versuche mal was. Schlaue Idee. Überhaupt nicht. Okay, ich habe einen anderen Plan. So. Hoffen, dass ich da drauf springen kann.
Natürlich können die Viecher mir das kaputt machen. Aber zum Glück respawnen die Dinger auch. Und das letzte Ding werfe ich, soweit ich es kann. Na gut, gegen die Wand werfen ist keine gute Option. Sollte so reichen. Und ein Herzrubin. Hat sich doch gelohnt. Dafür habe ich jetzt wieder meine Zeit geopfert. Komme ich da irgendwie noch mal oben dran? Weil das scheint eine bessere Lampe zu sein als die, die ich habe. So, die ziehe ich raus. Vielleicht komme ich ja so dran. Ach so, das ist ein Schalter. Okay, was ist hier rechts? Licht. Ich sehe dich, Heslon. Nein. Okay, da ist ein Mondjuwel und ein Hässlichkeitsviech. Na los, komm. Danke. Weg ist es. Natürlich ist da noch eins. Halt die Klappe. Hau ab. Okay, wie komme ich da oben denn dran? Hier brauche ich auf jeden Fall ein Lied. Okay, das Hässlichkeitsvieh respawnt. Im Übrigen, falls ich oben runterfallen muss, merke ich mir zwei. Ja, das. Okay, war ein Mondstein drin. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, wie auch immer ich da jetzt weiterkomme. Was passiert denn eigentlich, wenn ich die flackernden Lichter berühre? Ja, ich drück den Stein mal. Ich habe ein fernes Poltern gehört. Ah, okay, das sind Schalter. So, jetzt bin ich hier. Ich sehe jetzt schon den Schalter. Und Bosse. War ja klar. Der mich einfach mal halb durch die Map schießt. Ich glaube, dass der zweiten Mondschein in sich hat. Ich muss hier hin. Die haben mich rausgeprügelt.
Wo ist die Bomben? Peace. Das ist anstrengend. Aua. Dass ja die ganze Zeit auch diesen Stachelstoß machen. Eins ist gerade draufgegangen. Ich verliere einfach jeden meiner Slushy an den. Das alles nur für einen Mondstein. Ist hier wieder ein Schalter. Ach so, ich kann die Steine drücken. Den zweiten sollte ich drücken, ne? Eins, zwei. Um zumindest den Mondstein zu kriegen. So, ich schätze mal, dass der hier richtig ist. Ich hatte diesen Schalter aktiviert und hier hat das einzige so geblinkt. Eigene Fahrt. Ich darf hier speichern. Ich bin im Verlies. Im geheimen Gang. Habe ich meine Mission erfüllt? Ich glaube, ich bin im Schloss drin. Ja, ich glaube, ich bin echt im Verlies drin von dem Schloss. Okay, dann würde ich hier für heute schon Schluss machen, weil ich gerade echt Anstrengungen hinter mir habe. Wenn es euch gefallen hat, habt unten ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.